Und wir gehen weiter und ich übergebe jetzt mal das Wort an Dunja. Dunja, du stellst uns eine weitere Preisträgerin vor, nämlich mit welchem Projekt? Und wir gehen dafür erstmal in mein heimisches Bundesland nach Nordrhein-Westfalen. Ja, also wir zeichnen gleich jemanden aus Kamen. Aber ich würde gerne noch zu dem, was Klaas gerade gesagt hat, noch was anschließen. Ich glaube, genau das, was wir hier auszeichnen, prämieren und auch alle, die sich hier beworben haben, ist genau das, was wir brauchen. Denn aus dem Kleinen erwächst ja was Großes. Und ich glaube, dass all die Projekte, die Sie hier umgesetzt haben und die wir heute nicht prämieren können, zeigen einfach, wie es gehen kann. Ich glaube, dass wir für Europa auch eine neue Erzählung brauchen. Wir sind einige, die auch aus dieser Generation noch kommen, Europa, das große Friedensprojekt, das sollte man nie vergessen. Für ganz viele ist das aber so eine Art Selbstverständlichkeit, was es niemals sein sollte. Also wo die Gefahren sind und woher sie kommen, sehen wir ja seit einigen Jahren auch sehr massiv. Aber ich glaube, dass wir mehr brauchen als dieses, wir sind eine Wertegemeinschaft, wir haben Frieden, aber was noch? Ich glaube, dass viele Menschen sich einfach fragen, wo ist eigentlich der Vorteil, was habe ich davon, dass wir eben ein vereintes und vereinigtes Europa sind? Und ich glaube, das ist, wenn ich jetzt auf sozusagen meinen Berufsstand gucke, auch unsere Aufgabe, mehr mal das Verbindende in den Vordergrund zu stellen, das zu zeigen, was gelingt. Ich glaube, Martin Schulz hat vorhin gesagt, wir brauchen mehr Mobilisierung. Ich glaube, die Mobilisierung ist in ganz vielen Ländern, in ganz vielen Orten, in ganz vielen Kommunen ja da. Wir zeigen sie halt nicht, weil natürlich wir auch eher so ein bisschen problemfokussiert sind und eben immer klar die Gipfel zeigen und das, was nicht gelingt und das, was nicht. Das ist auch wichtig, um besser zu werden, aber genau solche Projekte, und jetzt kommen wir eben auch zu Ihnen, Elke Kappen in Kamen, sind die Dinge, die die Menschen, glaube ich, bewegen und wirklich interessieren. Sie haben sich das große, relevante Thema ausgesucht, was viele Jugendliche bewegt, aber im Grunde ist das eine generationenübergreifende Thematik. Das sehen wir jetzt auch bei Fridays for Future, dass da eben nicht nur die Jungen sind. Sie haben sich das Klimaschutzthema rausgesucht und haben das genannt, Klimaschutz kennt keine Grenzen. Und ich fand das deswegen so toll, weil es da um Städtepartnerschaften geht. Ich weiß noch, zu meiner Zeit, so vor 10 Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin, da war das so, dass man sich bei Städtepartnerschaften, hat man sich gegenseitig besucht, dann hatte man irgendwie 2, 3 Wochen eine gute Zeit mit oder ohne Bierbänke. Ja. Und danach ist man wieder getrennte Wege gegangen und jeder hat so sein Ding gemacht. Und das, was Sie da ja versuchen und im Grunde auch geschafft haben, ist, die Menschen zusammenzubringen über nicht den Sport, nicht die Musik, sondern das, was wir alle gerne tun, glaube ich, nämlich das Essen. Und Essen verbindet und schafft auch so kulturübergreifendes Verständnis. Also wie tickt ihr, was esst ihr, wie kocht ihr? Es klingt erstmal wahnsinnig banal, aber ich glaube, es macht erstens viel Spaß. Man tauscht sich aus, man lernt andere Traditionen und Kulturen kennen. Es ist total niedrigschwellig. Es kann im Grunde jeder machen. Alle, die hier zugucken und denken, geiles Projekt, will ich auch machen. Ist nicht so richtig kompliziert, das, glaube ich, umzusetzen. Das können Sie gleich nochmal sagen, wie schwierig das dann war oder nicht. Und jeder hat eben bei dem einen Projekt mit der Partnerschaft in Frankreich lokale Spezialitäten ausgetauscht. Aber damit haben Sie ja nicht aufgehört. Sie haben eben auch was mit Schweden und Polen gemacht. Da gab es eine Tauschbörse. Das finde ich irgendwie auch ganz smart, dass man einfach so Alltagsgegenstände austauscht. Klaas hat vorhin von Identität gesprochen. Also was ist mir wichtig, was kann ich weitergeben? Und ich glaube, auch über Gegenstände kommt man dann ins Gespräch und denkt, hä, was habt ihr denn da irgendwie in Schweden? Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und Menschen einfach ins Gespräch zu bringen. Und mir hat das gut gefallen, weil es auch lebensnah ist. Und wie gesagt, sehr einfach und kreativ. Und es ist generationenübergreifend. Also kochen, essen, will und kann jeder. Ein Gegenstand zu Hause, der einem irgendwas bedeutet, hat wahrscheinlich auch jeder. Und deswegen finde ich das großartig, dass Sie heute diesen Preis bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Der Colors of Europe Award geht nach Kamen. Colors of Europe Award. Ich lasse es auch erstmal stehen, oder soll ich es Ihnen auf Ihren Schoß legen? Wir lassen es erstmal stehen. Okay. Ich glaube, wir können es auch ganz gut sehen. Ja, ich sage da gerne noch was zu. Sie haben gerade gesagt, vor 10 Jahren, als Sie aus der Schule gegangen sind, da war das, für mich ist jemand lange, ich sag mal, in der Politik unterwegs bin, auch in Verwaltung, ich hatte irgendwann das Gefühl, naja, eigentlich ist klar, wir brauchen Europa, wir haben Europa und eigentlich müssen wir uns da vielleicht auch gar nicht mehr drum kümmern. Ich war etwas verschreckt, als ich dann merkte, dass so der Nationalismus in den Staaten plötzlich so stark wurde. Wir haben da gerade noch mal was von gehört und ich gedacht habe, haben die Menschen denn überhaupt noch ein Gefühl für Europa? Und sich im Urlaub zu besuchen, ist nicht Europa.
Also die Menschen kennenzulernen, zu sagen, was verbindet denn die Menschen in Europa noch? Und da ist unter anderem Klimaschutz ein Thema gewesen, zu sagen, wie können wir denn über das Thema, was ja alle Europäer auch besonders beschäftigt, auch weltweit, aber eben alle Europäer mit gleichen Werten, gleichen Grundlagen, wie können wir denn die Menschen ins Gespräch bringen, dass sie auch sagen, ja, wir sind gemeinsam in Europa für dieses wichtige Thema Klimaschutz unterwegs. Und dann ging es um niedrigschwellig und wie erreichen wir Menschen in Europa. Wir haben eine Partnerstadt in Frankreich über 50 Jahre schon. Da war Frieden das Thema, als es begann. Und jetzt ist es eben so, dass wir sagen, wie können wir denn die nächste Generation, die jungen Menschen auch in diese Wertegemeinschaft Europa mit einbinden mit diesem Thema. Und das war eine gute Möglichkeit. Wir haben das mit dem Verbraucherschutz, mit der Umweltberatung getan. Also sowohl in Frankreich gibt es das ja als auch in Deutschland. Dann stellt man plötzlich fest, ach, das gibt es dort auch. Ja, man hat ähnliche Strukturen. Und wie verknüpfen wir das denn? Und dann ist das Thema Nachhaltigkeit und natürlich gemeinsam zu kochen. Es geht um Tauschbörsen. Es geht darum, Gegenstände nicht zu vernichten, sondern zu sagen, wer kann die denn brauchen aus dem Land? Auch ein Gefühl für das andere Land nochmal zu entwickeln, fernab der Globalisierung, die ja so ein bisschen eine Vereinheitlichung mitbringt, aber nicht mehr so ein Verständnis dafür, dass die Länder auch eine eigene Identität haben. Und das ist was, was ich an der Stelle nochmal wichtig finde. Das war auch bei dem Projekt sehr deutlich mit Polen und Schweden und Frankreich, dass es eine eigene Identität gibt in der Länder. Und wenn man gemeinsam in Europa unterwegs ist, wenn man gemeinsam kocht, wenn man gemeinsam Dinge tauscht, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann stellt man plötzlich fest, ja, wir haben eine eigene Identität, aber wir sind gemeinsam in Europa unterwegs und das auch mit wichtigen Themen, zum Beispiel dem Thema Klimaschutz. Deswegen fand ich das besonders spannend, das eben auch über die Generationen nochmal zu verknüpfen. Das hat uns sehr gut gefallen, dass wir dafür den Preis bekommen. Das ist auch eine Teamarbeit gewesen von ganz vielen Menschen, auch sehr deutlich bei uns in der Stadt, politisch übergreifend durch alle Parteien wird die Partnerschaft mitgetragen. Von daher freue ich mich ganz besonders heute und bedanke mich auch ausdrücklich für Ihre Laudatio. Sehr gern. Nee, aber wirklich, ich finde auch echt, dass es ein sinnstiftendes Projekt ist. Und das kann man einfach auch leicht kopieren. Das ist einfach. Ja, über das Essen geht es ja fast immer. Aber ich habe mich gefragt, wie fängt das eigentlich an? Also, Sie haben ja Ihren persönlichen Antrieb auch schon genannt. Sie haben gesagt, da schwelt was am Horizont, was ich nicht unterstützen will. Stichwort Nationalismus. Und wie fangen wir jetzt ganz unterschwellig an? Also, zum Beispiel mit Essen. Wie geht das dann los? Also setzen Sie sich dann in ein Büro und rufen dann in Polen, Schweden, Frankreich an und sagen: Hallo, ich habe da eine Idee oder wie? Im Zweifelsfalle ja. Also wenn es gute Kontakte, persönliche Kontakte gibt, ist es tatsächlich so, also dass man wirklich den persönlichen Kontakt sucht. Wir haben auch immer so ein kleines Arbeitsgespräch. Wir fahren auch nach Frankreich, wir besuchen uns gegenseitig oder auch mit den Polen oder den Schweden. Es gibt ein gemeinsames Jugendcamp, was übergreifend ist über die vier Städte. Auch das gibt es noch, dass man sich dort, die Jugendlichen sich dort treffen. Das begleiten wir auch. Das, glaube ich, muss man auch haben. Der Kollege hat das gerade gesagt. Partnerschaft braucht auch immer einen Motor, braucht Leute, die mitagieren. Von alleine geht es nicht, das muss man auch sagen. Es entsteht nicht plötzlich, sondern und dann machen wir ein Arbeitsgespräch und übergehen, welche Themen gibt es bei uns in der Stadt und wo sind ähnliche Themen und wie können wir das zusammenbringen. Und es ist oft wirklich auch relativ leicht, die Menschen dann für solche Dinge zu bewegen. Also ich sage mal, man braucht einen Bus, man braucht eine Fahrmöglichkeit, man trifft sich, man macht eine Tauschbörse, die Leute steigen aus dem Bus mit Taschen, wo sie auch Dinge, die ihnen lieb geworden sind, mitbringen, um sie zu tauschen. Das ist ja auch im Rahmen von Nachhaltigkeit nochmal ganz spannend gewesen. Und zu sagen, was wollen wir denn kochen? Das war übrigens auch etwas, was wir in der Pandemiezeit wunderbar machen konnten. Wir haben es übertragen. Wir haben also in Frankreich gekocht, in Polen und in Kamen und haben übertragen, was wir denn da gemeinsam kochen und haben die Rezepte hinterher verschickt. Das Essen zu verschicken machte jetzt nicht wirklich viel Sinn. Das haben alle selber gegessen, aber man hat dann die Rezepte verschickt und hat dann beim nächsten Mal eben polnisch oder französisch gekocht. Und das ist etwas, was auch durch diese Zeit so ein Stück weit, wo die Besuche nicht mehr so möglich waren, durchgetragen hat. Ersetzt aber nicht den persönlichen Kontakt, auch das sage ich an dieser Stelle nochmal sehr deutlich. Das steht außer Frage. Ich habe mich gefragt, welche Gegenstände werden da getauscht? Also Sie haben gesagt, liebgewonnene Gegenstände. Nimmt man da sein altes Kofferradio mit oder die Schwiegermutter? Was will man? Bei liebgewonnenen Gegenständen würde man sich von der Schwiegermutter, glaube ich, nicht. Nein, ich meine ganz ernsthaft. Was wird da getauscht? Da wird getauscht, da wird Kleidung getauscht, besondere Kleidung, da wird Kinderkleidung getauscht, da werden aber auch besondere Bilderrahmen oder Bilder getauscht, die man selber von der Wand genommen hat. Ich konnte sie nicht wegtun, aber vielleicht findet jemand von euch das schön.
Es gibt auch selbstgemachte Dinge, genähte Taschen, die man mitnimmt, die man irgendwo mal erworben hat und man sagt, ich nehme sie nicht mehr, aber vielleicht hat jemand von euch Interesse daran. Das ist im Prinzip so ein Second-Hand-Austausch zwischen den Partnerstädten und Kulturen. Und was nett ist, dass man eben darüber, anders als auch nur bei einem Vortrag, sehr schnell ins Gespräch kommt, weil natürlich mit jedem Teil, was man abgibt, wenn es nicht gerade ein Blumentopf ist, verbindet man in der Regel auch eine persönliche Klar. Geschichte und erzählt ein Stück von sich und von dem Ort. Auch das gehört sicherlich dazu. Herr Hölzel, lernen Sie gerade irgendwas aus Carmen? Also ich meine, das muss man auch dazu sagen, ne? Also dieser Preis wird ja nicht nur verliehen, damit jeder nach Hause geht und sagt, ich habe hier einen Preis, sondern hier wird ja quasi ein Netzwerk gerade geschaffen. Jetzt haben wir 4 PreisträgerInnen aus den letzten 2 Jahren, muss man auch dazu sagen. Im nächsten Jahr wird wieder jemand dazukommen. Hier ist ja ein Netzwerk, wo es um Austausch auch geht. Was nehmen Sie mit an Ideen für sich? Auf alle Fälle, dass man das gut institutionalisieren muss. Wir haben auch eine Partnerschaft mit einer polnischen Gemeinde, aber ich glaube, ihr seid da deutlich professioneller aufgestellt. Und ich glaube, da können wir echt voneinander lernen. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen in Kontakt bleiben über das Netzwerk und dann auch vielleicht, war gestern so der Gedanke da, Erstberater sein in der Fläche, wenn es darum geht, dass jemand ein cooles Projekt hat und wir machen dann so einen Erstcheck vielleicht. Das letzte habe ich nicht verstanden. Einen Erstcheck. Ach so, den Erstcheck. Genau. Okay, das heißt, man kann sich so ein bisschen was abgucken und Sie werden vielleicht auch mal telefonieren, was man sich so durch die verschiedenen Regionen schicken kann. Was wir gestern nochmal spannend hatten, ich fand es sehr interessant, dass man eben auch mit Europapolitikern an ungewöhnlichen Orten mit Menschen über Europa diskutiert, weil natürlich das, was man, ich sag mal, offiziell diskutiert, auch wir in der Politik, auch bei uns vor Ort oder bei denen, die sowieso schon europäisch engagiert sind, ist vielleicht auch nicht das, was Jugendliche oder Menschen in den Kneipen diskutieren. Also da so ein direktes Gespräch und so einen Austausch zu suchen, das finde ich nochmal spannend. Ich hätte auch nicht erwartet, dass wir so etwas erleben wie mit England. Also die Frage, hinterher sind alle verschreckt und sagen, ach, eigentlich wären wir doch gerne in Europa, auch bei den jungen Leuten. Also die Frage, wo waren die denn vorher alle? Das ist so ein bisschen die Sorge, dass man es als selbstverständlich hinnimmt und vielleicht nochmal wirklich auch versucht, da stärker in den Austausch zu gehen. Das fand ich nochmal ganz spannend, das würden wir sicherlich auch nochmal mitnehmen und zu gucken, ob man da auch noch was anderes machen kann als so eine klassische Podiumsdiskussion, sondern vielleicht auch junge Leute mit europäischem Gedanken, mit Menschen und jungen Leuten zusammenbringen, die sagen, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, mich interessiert mein Ausbildungsplatz, den ich jetzt gerade nicht bekommen habe und was habe ich denn mit Europa zu tun? Und das Erste, was mir dazu vielleicht einfällt, wäre noch die Norm der Banane, die sozusagen ansteht. Also das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, so wie wichtig ist uns denn wirklich was und das auch nochmal. Sie haben gerade noch mal angesprochen, dass auch die Mediengesellschaft dann auch noch mal mittun muss. Ich glaube, das ist auch, dass wir uns in der Regel immer auf das stürzen, was nicht gut läuft und vielleicht auch noch mal das stärker nach vorne bringen, was uns ganz besonders wichtig ist. Wir müssen halt eigentlich wir müssen beides machen. Kritisch, ne? Das gehört ja eben auch dazu, das gesamte Bild zu zeigen. Und klar, es ist halt eher, also jetzt aus der journalistischen Perspektive, dass man eben immer den Drang hat oder in der DNA dahin zu gucken, was nicht gelingt. Aber ich glaube, wir vermitteln damit einfach ein in Teilen falsches Bild, weil es gibt eben tolle Projekte, es gibt Gemeinschaften und Gemeinschaftliches. Und ich glaube, diese Verbindungen sollten wir einfach mehr zeigen und auch mehr fördern. Aber ich schmunzle hier schon die ganze Zeit so ein bisschen in mich rein, weil ich gerade über Jos Frage, ja, wie macht man das denn und wie fängt man dann so an, musste ich über ihre Antwort lachen. Und was man ihnen, glaube ich, allen dreien so abnimmt und abkauft und spürt, ist mehr machen, weniger quatschen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Hinweis an die Koalitionäre. Also ich glaube, das täte der Politik vielleicht, also sie sind ja auch Politik, dadurch, dass sie Bürgermeister und Bürgermeisterin sind, täte der Politik aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch ganz gut. Einfach mal machen. Den Plan umsetzen. Was ich total wichtig finde, dass man wirklich diesen kleineren Kommunen, wie es heute ja der Fall ist, einfach mehr Raum gibt und mit mehr Vertrauen auch begegnet. Wenn große Veranstaltungen sind, dann sucht man als Verband, als Vereinigung oft irgendein Kongresscenter, weil es einfach naheliegend ist. Aber einfach mal zu sagen, wir gehen bewusst dorthin, wo man eigentlich nicht hingeht. In eine kleine Kommune, wo ich vielleicht nicht die Infrastruktur habe, die auf den ersten Blick Kongress geeignet ist. Aber ich habe dafür vor Ort Menschen, die sich begeistern lassen. Für die ist das nicht Alltag. Wenn sie in Berlin einen Kongress machen, da werden gleichzeitig 10 Kongresse sein. 10? Okay. Ich lande ein. Hängen Sie mal noch eine Null genau. dran. Aber wenn Sie sowas natürlich in den kleineren Kommunen machen, dann sind es Jahresereignisse. Und da zehrt dann wirklich eine Ortsgemeinschaft und eine ganze Region über lange Zeit davon. Also wirklich mutig ran an die kleinen Kommunen.
Habe ich Sie richtig verstanden? Ein totaler Motivationsschub, kann ich mir vorstellen, ja, oder? Für die Menschen vor Ort sowas, oder? Ja, natürlich ist es das. Also das merkt man schon sehr, dass das ist. Aber je größer die Gemeinde ist, desto zerfaserter ist es natürlich ein Stück. Das gehört dazu. Deswegen ist es auch so erfolgreich, auch gerade bei kleinen Gemeinden, weil so alle mittun. Aber ich glaube schon, dass es ganz besonders wichtig ist, dass man nochmal so einen Impuls auch setzt und dass man auch nicht nachlässt. Und wir haben sonst, wir haben eine Kollegin bei uns eben, das ist das, was der Kollege gerade ansprach, die sich auch gerade so um Fördertöpfe und um Mittel bemüht, wird gleich auch nochmal Thema sein. Also wie finanziert man das Ganze denn, dass Leute auch mittun können, ohne dass das darum geht, haben wir denn jetzt genug Geld auch für Busse und solche Dinge? Und dass wir uns manchmal wünschen würden, dass so europäische Aktivitäten eigentlich, wie wir das jetzt gerade haben, wir machen was, jemand findet das toll und dafür bekommen wir etwas. So ganz schlicht. Und nicht zu sagen, oh, welches Förderprogramm ist denn jetzt gerade auf dem Markt und wie können wir denn das jetzt am besten befüllen und passt das denn in unsere Ideen oder müssen wir das denn jetzt irgendwie beschneiden, damit wir da überhaupt was zustande kriegen? Das ist auch so ein bisschen so der Perspektivwechsel, zu sagen, da gibt es eine gute Idee, ja, wo gibt es denn den Topf und jetzt muss es eigentlich losgehen.